Muss ich das erst nacheinander machen? Also sprich, blau runterschieben. Erstmal zur Seite packen. Und mich danach um den roten kümmern. So, der passt. Weil jetzt kann ich danach wenigstens drumrum gehen. Doch. Hat schon alles seine Richtigkeit gerade. Der passt schon mal. Dann müsste ich jetzt Lila an seine Position bringen. Was jetzt allerdings nicht so leicht wird, weil der Grüne hier noch im Weg ist. Ich kann den aber erstmal hier rüber schieben. Dann schiebe ich Grün nämlich nur mal zur Seite. Ach scheiße, das geht nicht. Zurück. Verdammt. Das ist gerade eine sehr blöde Zwickmühle. Versuch das nochmal. Nee. Ja doch, muss ich nochmal resetten. Verdammt. Ich will nämlich mal gucken. Nee, das geht auch nicht. Oder? Doch, so habe ich es dann richtig. Die muss man nämlich am Anfang so platzieren. Und dann geht es am Ende auch auf. Jetzt den ganzen Spaß so, wie ich es vorhin gemacht habe. Und dann haben wir es eigentlich. Also eigentlich auch nicht so schwer. Nur muss man halt darauf kommen, dass man die Lilanen und den Grünen anders platzieren muss. Das
Bisher fand ich das erste halt ein bisschen am kniffligsten. Da habe ich mich ja am schwersten eigentlich getan. So. Dann muss ich jetzt nur noch den lilanen darüber schieben und dann den grünen. Auch dieses Rätsel ist gelöst. Okay. Jetzt kommen wir zum richtig harten Teil. Das ist wirklich jetzt übel. Auf diesem engen Raum, da hat man nicht viele Schiebemöglichkeiten. Aber doch, eins kann ich schon mal ganz reinsetzen. Das ist aber dann blöd. Aber dann komme ich an die anderen nicht mehr dran. Nee, falsch. Ich muss anders anfangen. Ja, ich muss erstmal den lilanen darüber schieben. So, dann darf ich den roten. Wohl auch nicht. Kann ich den noch zurück? Ja, kann ich noch. Doch, den darf ich auf jeden Fall nach ganz oben schieben. Bedenkenlos. Nein, darf ich nicht. Ach scheiße, ich habe den grünen. Ach, die letzten beiden, ey. Der Anfang ist aber so schon mal richtig. Ich schiebe den einmal einen runter. Und den zwei nach oben. Dann müsste ich den einmal rüberschieben. Genau, dann kriege ich blau da drauf und dann kriege ich grün auch drauf. Ja, doch, geht noch. Für eine Sekunde hatte ich jetzt Angst, ich verbaue es mir wieder, aber nee. Passt alles. Wenn ich an den roten denke. Scheiße. Ich muss... Na, ich hab hier verbockt, ne?
Gut, nochmal. Scheiße. Also quasi so wie immer. Zwischen Wand und Blau. Also so. Oder so. Nee, das hatten wir ja eben. Oder meinst du hier an der Wand und dann einen runter? So? Okay. Blau zwei Felder nach rechts. Das ist dann okay. Das wäre jetzt für mich oben übrigens. Weil isometrisch musst du immer anders denken. Soweit war ich halt auch schon. Jetzt frage ich mich nur, was jetzt kommt. Den grünen einmal nach unten. Einmal, okay. Blau richtig einsetzen. Hast du, okay. Aber die 100 noch nicht, ne? Also wenn du die schon geschafft hast, ne? Dann fahre ich vom Glauben ab. So, der passt. Aber jetzt wird's problematisch. Grün 2 hoch, also du meinst wahrscheinlich 2 nach links. So. Jetzt kann ich dir aber schon mal sagen, jetzt sind wir in der Zwickmühle. Weil wenn ich jetzt versuchen würde, den roten hochzuschieben, bleibt mir nur 2 Felder, weil wenn ich ihn an der Wand schiebe, ist vorbei. Und alles andere geht nicht mehr, weil hier komme ich nicht mehr durch. Hier geht's nirgendwo durch. Sprich, es ist vorbei. Außer du hast noch eine bessere Idee, die ich gerade nicht sehe. Das geht? Okay. Bin ich blind? Ach! Ja. Nee, das geht doch nicht. Nee, zurück. Warte mal. Nochmal so, wie ich es eben hatte. Wenn ich das jetzt gemacht hätte, wäre ich nicht mal an den roten gekommen. Ah, okay. Und 2 runter. Stimmt. Dann den roten hoch und dann den grünen runter. Ja, danke. Ich hab's echt nicht gesehen. Danke, Retro. Oh Mann, ey. Alter. Super. Was kriegen wir? Eine neue Rüstung. Und ein Foto von Kit. Neue Rüstungen sind immer gut. Ja. Nehmen wir. Direkt ausrüsten. Dass ich an so einer kleinen
fein Dummstelle wirklich so lange jetzt gehangen habe, ey. Also ich war schon mehr oder weniger immer auf dem richtigen Weg, nur es hing halt wirklich am Ende dann. Zwei Köpfe, ein Rätsel. Drei Köpfe. Retro hat ja mitgerätselt. Oh, halt. Ich wollte nicht raus. Ich habe noch zwei Räume vor mir. Was war hier nochmal? Eisraum. Eisblöcke, yay. Okay, das ist einfach. Nein. Das ist nicht einfach, die rutschen tatsächlich so. Mit was? Amorph? Das weiß ich auch nicht, Rabe. Die dreiköpfige Rätselhydra. Wäre auch ein interessanter Name, Max. Okay, das wird jetzt auch witzig. So eine komische Wolke. Ach so. Ja, ich kam halt echt nicht drauf, Retro. Ich war echt am Überlegen, aber das habe ich echt als einziges nicht gesehen. Tut mir leid. Oh, so, jetzt muss ich aber Schieberätsel hier knacken. Okay, das erste ist wirklich noch einfach. So eine komische Wolke. Bin gerade echt am Überlegen, welche du meinst, Grabe. So, die muss ich jetzt flambieren. Oder reicht auch der Hammer wahrscheinlich nicht, ne? Nee, ich muss das wirklich verbrennen. So. Gut. Dann passt ja schon mal hier hin. Und die kommen schon mal weiter. Eisschieberätsel Nummer 2. Ah, okay. Waren die echt in Randland? Okay. Müsste ich, glaube ich, auch erst sehen, um wieder zu wissen, was das für ein Gegner ist. Okay, ich glaube, das habe ich. Ja, das passt. Okay. Vier Stück ineinander. Da muss ich mit Sicherheit einen von vernichten. Die brennende Frage ist, welchen von denen? Thank you.
So aus reiner Neugier mal. Was passiert, wenn ich alle Zielen schiebe? Ja, das ist alles gefüllt. Ist aber nicht das Rätsels Lösung. Also was ich auf jeden Fall wahrscheinlich machen muss, ist das schon mal. Damit ich hier dann rüber könnte. Sprich, ich muss nur noch diese Lücke hier füllen. Ich glaube sogar, ich weiß, wie das geht. Das Ganze mache ich jetzt noch einmal. Ja, doch, das müsste aufgehen. Den schiebe ich jetzt auch nochmal dran. Scheiße. Ich habe diese Ecke hier nicht bedacht. Dann geht das leider doch nicht auf, was ich vorhatte. Schade. Nee, das geht trotzdem nicht. Scheiße. Ich kann das nur zurückschieben und dann ist vorbei. Schade, ey. Jetzt muss ich nochmal versuchen. Der Rabe rätselt auch mit. Also ich hatte jetzt schon ein paar Ideen, aber da fehlt immer irgendetwas zur perfekten Lösung. Sprich, am Ende hapert es immer, dass ich hier keinen Würfel reinkriege.